Ja, ich freue mich sehr, dass wir uns heute miteinander unterhalten können. Ich habe ein tolles Panel mitgebracht, wirkliche Experten in ihren Feldern, die sich gerade vorbereiten, hier auf die Bühne zu kommen. Wir haben in dem Bereich Investment ja einen großen Bedarf von den Startups. Wie komme ich an Geld? Was muss ich tun? Wie kann ich mit den Leuten umgehen? Das wollen wir heute behandeln und ihr werdet sehen, dass es ganz unterschiedliche Investoren gibt, aus Fonds, aus eigenen Unternehmen, aus erfolgreichen Startups, die reinvestieren als Serial Entrepreneurs. Und das wollen wir mit euch diskutieren und ich freue mich, dass wir jetzt loslegen. Kommt bitte auf die Bühne. So, wir haben uns vom Ablauf das so gedacht, dass wir uns hier links und rechts verteilen. Jeder hat erstmal ein Eingangsstatement, wo er über sich berichten wird und wo er auch, sagen wir mal, erzählen wird, wie sein... ja, das ist doch gut, genau. Was sein Hintergrund ist und dann können wir vielleicht sogar noch am Ende eine oder andere Frage beantworten. Wir sind aber auch nachher noch hier, also wer noch Diskussionsbedarf hat, einfach melden, vielleicht hier vorne und dann gehen wir noch raus zur Seite, trinken was gemeinsam und sprechen miteinander. Okay? Vielleicht ein kurzes Eingangsstatement von meiner Seite. Geld ist wichtig beim Gründen, aber Geld ist nicht alles. Das ist so ein Spannungsfeld, was immer wieder behandelt werden muss. Nur damit wir eine Grundlage haben, worüber wir reden, spricht man über verschiedene Phasen. Häufig hört man Early Stage, ja, also die Frühphase, da ist man noch ganz am Anfang, hat vielleicht nur ein Team, eine Idee, ne, das ist Pre-Seed, Seed. Und dann kommen die etwas erfolgreicheren Phasen, wo man schon was aufgebaut hat, ein Produkt am Markt hat, wo man schon in der Lage ist, etwas zu zeigen. Das sind dann die Later Stages, also Series A, B, C und so weiter. Und das sind die einzelnen Phasen, über die wir reden wollen. Und da wird jeder Einzelne dann berichten, wie er sich aufgestellt hat mit seinem Hintergrund. Und ich darf einfach mal zu meiner Rechten mit unserem Gast aus der Schweiz anfangen. Bitte sehr. Also mein Name ist Peter Koch. Wir sind ein Family Office aus der Schweiz mit starkem industriellen Background. Und seit wir das Industrieunternehmen verkauft haben vor 3 Jahren, reinvestieren wir einen Teil des Kapitals sehr gern in Startups. Und vorher wurde noch erwähnt, so Phasen und auch Werte. Phase ist bei uns eher die frühere, also Seed ist absolut gut, weil wir haben das unternehmerische Herzblut bei uns noch ganz stark in unserer DNA und das können wir mit guten Foundern toll noch weiter verwirklichen. Und auf der anderen Seite ist auch noch gefallen das Thema der Werte. Als so Familienunternehmen wollen wir immer auf einer Augenhöhe mit unseren Foundern, aber auch mit den Co-Investoren schlussendlich wirken, weil das ist etwas wie heiraten. Wenn da drinnen auch Startups und Founder sitzen, überlegt euch immer relativ gut, welche Investoren ihr mit an Bord holt, weil die habt ihr nicht nur kurzfristig, sondern auf eurer langen Reise immer wieder dabei und fordert ruhig ganz gewissenhaft ein, was die Leute neben nur Geld auch zu eurer Wertsteigerung und zu eurer Verbesserung beitragen können. Prima, vielen Dank. Also ihr investiert eigenes Geld und habt nicht das Geld von Fremden, was ihr verteilt. Das ist ganz eine wichtige Geschichte für uns. Wir investieren genau nur das eigene Geld und wir wissen von Haus aus, dass bei dem Investment das Geld effektiv fort ist. Für uns ist das abgeschrieben. Ich möchte noch eins draufsetzen. Wir wissen gleichzeitig, dass wir unser Investment, was wir einmal getätigt haben, mindestens verdoppeln müssen. Da müsst ihr also bei uns keine großen Sorgen als solches haben. Wir sind unternehmerisch geprägt und mit diesen unternehmerischen Risiken über Jahrzehnte auch groß geworden. Super, vielen Dank. Dann gehe ich mal zur Linken. Ja, vielleicht, genau, fang du doch einfach an. Erzähl noch mal, was dein Hintergrund ist, bitte. Ja, sehr gerne. Hallo. Thomas Preuß ist mein Name. Ich bin einer von 5 Partnern bei DTCP. DTCP steht für Deutsche Telekom Capital Partners.
Wir sind ein Expansion Stage slash Scale Up Stage Growth Investor. Wir sind eine globale Investment-Plattform mit 3 Standorten. Das Headquarter unserer Firma ist in Hamburg. Wir haben ein Team mit eigenem Büro in Israel und ein Team mit einem Büro im Silicon Valley. Wir verstehen uns als Brücke dieser 3 Technologieregionen, investieren in etwas reifere Unternehmen, die so ungefähr 2-3 Millionen Umsatz schon erreicht haben, okay, weil wir dann eine gewisse Vorhersehbarkeit der Zahlen als Grundlage nehmen, um eben einschätzen zu können, wie wir helfen können, ein erfolgreiches kleines Unternehmen zu einem großen globalen Unternehmen zu machen. Das ist genau das, was wir tun. Wir investieren so zwischen 5 und 15 Millionen pro Investmentrunde, pro Neuinvestment, und wir sind seit 2015 aktiv am Markt. Prima. Und Thomas, nehmt ihr nur Unternehmen, die in euer Telekom-Portfolio reinpassen, oder nehmt ihr überhaupt interessante Unternehmen? Sehr gute Frage. Wir sind Finanzinvestor. Wir verstehen uns nicht ausschließlich als strategischer Investor. Das heißt, es ist nicht notwendig, dass es ein Telekom-Bezug per se gibt. Wir sind ein Technologieinvestor, investieren in disruptive Technologien, die in der Lage sind, die Märkte von morgen maßgeblich zu verändern. Das ist nicht unbedingt nötig, dass es im Telekom-Umfeld ist. Das ist zum Beispiel im Bereich Cybersecurity, das ist zum Beispiel im Bereich Enterprise-Software, im gesamten Stack um das Cloud-Computing, Cloud-Storage herum. Das ist vor allem im Big Data und AI Analytics Bereich und für uns auch eins der Cluster-Themen IoT ganz groß. Und natürlich auch alles, was in diesem Dunstkreis dazwischen ist. Das heißt, wir sind sehr breit aufgestellt und ein reiner Telekom-Bezug ist nicht notwendig. Prima, vielen Dank. Dann machen wir vielleicht auf der rechten Seite weiter. Du hast das Mikrofon schon. Ja, bitte. Dann nehme ich mal. Andreas Schenk ist mein Name. Ich bin von Angel Venture. Ich bin der Investment Manager. Wir sind auch ein Seed-Investor, haben verschiedene Fonds über ganz Deutschland verteilt. Momentan ungefähr 36 Portfoliounternehmen, die wir betreuen aktuell, haben 50 Millionen, 60 Millionen under Management aktuell und investieren auch gern gerade in dieser schwierigen Seed-Phase. Also meistens direkt nachdem ein Business Angel oder eine Exist-Förderung oder so das erste Geld ins Unternehmen gekommen ist, die ersten Kunden da sind, die ersten Umsätze, Pilotprojekte laufen, und da sehen wir dann unsere Stellung als nächster Investor in der Seed-Phase zusammen mit anderen, also auch gern HTGF oder früher war es KfW, die da noch auch sehr viel mit uns zusammen gemacht hat. Vom Thema her schauen wir uns fast alles an, sage ich. Wir sind ein bisschen vorsichtig bei Life Science-Projekten, auch wenn ich da extrem viel Potenzial sehe. Auch bei Blockchain sind wir ein bisschen vorsichtig, vielleicht kommen wir darauf nachher noch. Aber sonst können wir fast alles machen und schauen uns momentan da sehr viele aktuelle Themen auch an. Und investieren auch gerade jetzt in der Region Köln und Düsseldorf, das ist bestimmt für viele Unternehmen, die hier sind, auch spannend, dass wir dann vorhaben, hier der im Bergischen Land sitzt, der auch Köln-Düsseldorf macht und wo ich auch gerne in Gespräch komme mit den Unternehmern aus der Region. Also Andreas, in deinem Herzen bist du Rheinländer, ja? Ist das so? Ja, ein Stück ist hier sicherlich, ansonsten hört man auch ein bisschen raus, dass ich eine schwäbische Hälfte habe. Prima, vielen Dank. Willst du weitermachen? Ja. Mein Name ist Stefan Schubert. Ich habe 1998 mal meine erste Internetfirma gegründet, habe insgesamt 4 Firmen gegründet, IPO gemacht, die Firmen alle verkauft. Also ich habe das selber mal 9 Jahre gemacht, was viele von euch vor sich haben. Und seit 10 Jahren investiere ich ausschließlich mein eigenes Geld, überwiegend in Startups und Internet-Startups. Und mein Job ist eigentlich, Thomas, dass ihr dann Firmen kriegt, die in eure Größenordnung reinpasst. Das heißt, ich helfe Gründern in einer sehr, sehr frühen Phase, teilweise gründe ich schon im Hörsaal mit die Firmen, mit dem Ziel, sie VC-fähig zu machen, damit die größeren VCs dann da gerne investieren. Und was mich ein bisschen unterscheidet von dem klassischen Business Angel ist, dass ich wahrscheinlich etwas größere Tickets mache. Also so dass das Startticket ist vielleicht 100.000, 200.000 Euro und ich kann aber dann auch, und das tun wir auch sehr gerne, über eine längere Phase bis zu so einer Series A das ganze Unternehmen begleiten. Vom Portfolio her sehr, sehr breit. Also wir haben uns überhaupt nicht spezialisiert. Sehr deutschlandlastig, das stimmt, aber ansonsten alle Unternehmen und Unternehmer, die wir spannend finden, schauen wir uns an. Prima. Also bei dir hast du eigentlich, Stefan, 2 Herzen in deiner Brust. Du bist ja Serial Entrepreneur, also einmal der Unternehmer, aber auch der Investor. Ja, das heißt, du kannst eigentlich beide Blickwinkel miteinander vereinen. Ja, kann man das so sagen?
Ja, ich bin vor allem einer der wenigen Investoren, der es schon mal gemacht hat. Also ja, ich weiß, durch was die Startups durchgehen und kann da, glaube ich, ganz gut mitreden und habe es nicht nur gesehen, sondern wirklich auch teilweise erlebt. Und das ist in vielen Situationen sehr hilfreich. Prima, vielen Dank. Dann kommen wir zu Holzbrink, ja? Bitte. Danke. Ja, also ich war früher auch selber Unternehmer, leider nicht ganz so erfolgreich wie Stefan, aber habe aus der Uni heraus einen E-Commerce-Marktplatz hier in Köln gegründet, irgendwann an die Metro-Gruppe verkauft, war zuletzt bei Wooga, einem Mobile-Games-Anbieter, und bin jetzt seit 2 Monaten bei Holzbrink Venture, also habe quasi für mich gefühlt auf die dunkle Seite gewechselt. Kurz zu Holzbrink, was wir machen, wir investieren ganz klassisch in Startups, typischerweise erstes Ticket zwischen 1 und 5 Millionen, kommen dabei stark aus dem Consumer-Internet, also alte Beispiele sind Zalando, Groupon, Flixbus sind Beteiligungen. In letzter Zeit machen wir aber immer mehr, immer breiter, also wir haben auch Beteiligungen zum Beispiel im Fintech-Bereich, B2B und SaaS. Und ich glaube, was an Holzbrink interessant ist, ist eben die Möglichkeit, einmal relativ früh einzusteigen, aber dann auch lange dabei zu sein. Also wir sind durchaus in der Lage, pro Unternehmen 30 bis 40 Millionen zu investieren und sind damit ein verlässlicher Partner über mehrere Runden hinweg. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, Jan. Du sagtest über mehrere Runden hinweg, das ist ja ganz häufig, ne, dass man das Unternehmen gar nicht nach einer Runde abgeben will, sondern begleiten will, aber man braucht da neue Partner, ja? Genau, also das ist eine Situation, die wir häufig sehen, gerade bei spezialisierten Fonds, die gerade im Seed-Bereich einen großen Wert haben, mit dem wir dann auch gerne zusammenarbeiten, aber wo wir eben dann typischerweise in der Series A reinkommen und in der Lage sind, A, B, C mitzumachen und danach geht es irgendwann eher Richtung Private Equity, wo wir dann auch aufhören müssen. Prima. Dann machen wir vielleicht mal ein kurzes Stimmungsbild. Wer ist denn von euch Gründer oder in der Gründungsphase? Wer hat denn vor zu starten? Ja, ein paar, doch, okay. Und wer ist in der Frühphase, Seed-Phase, Pre-Seed, Seed? So die meisten, okay, wer ist schon ein bisschen weiter? Ja, okay, okay, prima. Dann würde ich mal sagen, werden wir uns vielleicht ein Stück weit konzentrieren auf die frühen Phasen, ne, was das Publikum angeht. Und ihr könnt aber trotzdem noch Tipps geben und Hinweise dann für spätere Bereiche. Frühphase, Familienunternehmen bzw. eigener Starter. Worauf achtet ihr denn? Ich meine, worauf achten wir? Das ist fast schon fast plakativ. Okay. Es seid ihr. Also es sind im Prinzip die Gründer itself. Ich kann nur wiederholen, was, glaube ich, schon 1000 Mal erwähnt worden ist. Ein sehr gutes Team bringt auch eine durchschnittliche Idee zu fliegen. Und wiederum ein durchschnittliches Team verstolpert die beste Geschichte. In dieser frühen Phase, wo wir investieren, ist es wirklich ein klassisches People-Business. Und da zählen einfach die normalen Skills. Wie komplett ist so ein Team aufgestellt? Bringt sie auch schon eine Sales-Kompetenz in einer Art und Weise mit? Oder ist sie nur techie-getrieben? Und wie verstehen sich die Gründer auch untereinander? Und für uns abschließend die wichtigste Frage ist, wenn wir mit am Tisch sitzen mit diesen Foundern als Augenhöhe-Partner, ist es dann immer noch ein gutes Team oder funktioniert es dann schon nicht mehr so gut? Und wenn alle Fragen da positiv beantwortet werden können, dann ist schon mal schon ein wesentlicher Schritt für ein Investment unsererseits gemacht. Okay, guter Hinweis. Und vielleicht nochmal der Unternehmer in dir, worauf guckt er? Auf seine frühe Phase, wie er selbst war? Oder hast du gewisse Kriterien, die für dich ausschlaggebend sind, um zu sagen, da investiere ich rein? Ja, das kann man glaube ich, ganz gut erzählen, wenn man sagt, wie eigentlich so ein Prozess abläuft. Ja, ne? Also wir gucken uns etwa 1000 Businesspläne im Jahr an. Das heißt, die Zeit, die man für so einen Businessplan hat, ist vielleicht 5 Minuten, 10 Minuten. Mhm. Das heißt, das Wichtigste ist, dass diese 20 Seiten einen erstmal abholen. Das Geschäftsmodell muss irgendwie Sinn machen. Ja. Und ich bin jemand, der gerne Geschäftsmodelle hat, die auf dem Bierdeckel funktionieren. Mhm. Also ich finde immer, wenn man ein Geschäftsmodell hat, das 10-Euro-Scheine für 5 Euro verkauft, dann produziert das wahnsinnig viel Umsatz, aber ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass da unten drunter mal irgendwas übrig bleibt. Insofern, das muss einfach simpel erstmal klar sein, das kann funktionieren. Ja. Und dann ist ähnlich wie beim Peter natürlich auch das Team entscheidend. Das heißt, in der zweiten Runde, wenn wir das spannend finden, gehen wir mit den Teams in die Gespräche rein und das muss einfach überzeugen. Also da müssen wir das Gefühl haben, dieses Team, diese Leute, die da sitzen, die können das Ding rocken und die können es groß machen. Das ist am Ende 80% sicherlich der Entscheidung.
Prima. Und gibt es da Unterschiede bei den mehr institutionellen Investoren? Also wenn ihr als Telekom reingeht oder Holzbrink Ventures, achtet ihr auf gleiche Kriterien oder habt ihr mehr eine Skalierung im Hintergrund, wo ihr sagt, wir wollen die Welt erobern mit dem Vorhaben oder was ist für euch wesentlich? Also im Grunde gibt es ja keinen Unterschied. Man muss wirklich unterscheiden zwischen der Phase. Und ich habe ja mit dem Venture Capital Geschäft angefangen bei Neuhaus Partners und habe auch sehr lange Seed- und Early-Stage-Investments gemacht. Ja. Und entscheidend ist für mich immer gewesen, einmal klar, das Team, das ist bekannt, aber löst es ein Problem? Und wenn ja, wie groß ist das Problem? Ist es ein relevantes Problem? Was man nicht machen darf, ist, man verliebt sich gern in Ideen, yeah, die aber eventuell nie ein richtiges Must-Have-Kriterium erfüllen, sondern eher immer Nice-to-Have sind. Und das ist ganz entscheidend, wenn es darum geht, nachher aus einer Idee ein Geschäftsmodell zu entwickeln und eine Zahlungsbereitschaft zu aktivieren, dass man ein wirkliches Problem löst, was relevant ist. Insofern, wir gucken auch heute noch bei den späteren Phasen immer noch sehr stark auf die Relevanz eines Themas, gut, auf den Markt, den es verändern kann und eben das Team, das Execution-Team, was diese Idee dann eben groß machen soll. Hat sich nicht geändert, das ist quasi unabhängig. Ist geblieben. In der Lehre ist ja so, dass wir im Bereich Entrepreneurship halt auch gewisse Literatur vermitteln. Das ist immer noch Eric Ries, ja, oder Eric Ries, The Lean Startup Method und das Pivoting, also das Anpassen des Geschäftsmodells an sich ändernde Umstände. Und da können wir vielleicht nochmal fragen bei Holzbrink, wie geht ihr denn damit um? Ich glaube, dass das erschrickt gar keinen mehr, weil wenn man sich anschaut, also zum Beispiel VUGA, wo ich anfänglich war und auch investiert habe, ursprünglich war es ein Abo-Modell für Kopfsport, also die Kopfsport GmbH. Mhm. Und heute dann haben wir Facebook-Spiele gemacht, dann haben wir Mobile Games gemacht, in der Zeit auf 300 Mitarbeiter gewachsen und haben eigentlich unser Geschäftsmodell dreimal komplett gedreht. Und ich glaube, das Wichtige ist die Fähigkeit und die Bereitschaft des Managements und der Investoren, diese Veränderungen mitzumachen. Das ist viel, viel wichtiger, als ursprünglich mal einen Plan zu haben und an dem sklavisch festzuhalten. Man muss halt gucken, dass es die Firma nicht zerlegt auf dem Weg dahin. Also deswegen die für mich auch eine der ureigensten CEO-Aufgaben, die auch nicht delegierbar sind, ist immer Liquidität des Unternehmens sicherzustellen und im Zweifel genug, um, wenn es geht, noch diesen einen Pivot machen zu können. Mhm. Fragen wir ihn nochmal hinsichtlich der Darstellung. Was ist das, was ihr seht? Achtet ihr auf bestimmte Strukturen? Müssen es immer noch 25, 30 Seiten Businessplan sein? Oder reicht nicht ein Business Model Canvas, wo man prägnant USP, ne, Lieferantenseite, Kundenseite, Financials darstellt? Also was ist so dein Aspekt, worauf du schaust? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Diskussion hatte ich vor kurzem mit der Wirtschaftsförderung in Hannover, die einen Businessplan-Wettbewerb machen und tatsächlich noch bis letztes Jahr einen kompletten Businessplan haben wollten. Bei uns ist es tatsächlich so, im ersten Schritt eigentlich brauchen wir ein Pitch-Deck von den Unternehmen, anhand dessen wir schon mal abtasten können, ob uns der Markt gefällt, ob das ein ordentliches Team ist, aber auch wie stellen die sich dar. Also auch die Darstellung von dem Pitch-Deck, das muss schon ordentlich sein, wenn es bei uns ankommt, sonst rutscht es ziemlich schnell durch. Das reicht meistens uns für den ersten Schritt, um zu beurteilen, ob wir uns dafür interessieren oder nicht. Und im nächsten Schritt kommt dann ziemlich schnell auch, dass wir das Team kennenlernen wollen. Und dann meistens auch Tage machen, wo wir gleich mehrere Teams einladen und uns die nacheinander anschauen. Gut. Weil es ist oft dann noch viel entscheidender, wie dieses Pitch-Deck, wie diese Teams dann vor uns performen, ob die auf Augenhöhe mit uns reden können, ob die irgendwie noch total grün hinter den Ohren sind oder nicht, ob die auch auf unsere Kritik eingehen an bestimmten Punkten. Also es kann oft sein, dass man da wirklich ein gutes Gespräch kommt, weil wir andere Meinung sind wie das Team, aber dann trotzdem zusammenkommt, weil man sieht, die nehmen das an und die reagieren drauf. Und sind da einfach auch konstruktiv mit gewisser Kritik, die nicht böse gemeint ist, sondern meistens dazu führen soll, dass die sich entweder weiterentwickeln oder bei uns dann auch mal dazu führen kann, dass wir natürlich ein Team absagen, das ist klar. Okay, super. Das heißt, wir haben jetzt verstanden, man muss mit den Investoren ins Gespräch kommen, man braucht ein gutes Pitch-Deck, man muss in Kontakt sein, dann trifft man sich, die Chemie muss stimmen. Ihr kennt vielleicht auch das Modell, oder sicherlich, in der Theorie sagt man, es gibt in jedem Team vier Phasen. Vier Phasen durchläuft jedes Team, um zusammenzukommen. Ja? Das erste ist Forming, ja, das Team trifft sich, muss ja auch erstmal miteinander umgehen. Danach kommt Storming, das heißt, man muss Konflikte auftragen, man muss Rollen definieren, man muss schauen, wie es klappt. Dann kommt Norming, das heißt, man versucht,
das etwas zu formalisieren, Ressortverantwortlichkeiten, und erst dann kommt die Phase Performing. Ja? Also man bringt wirklich die Leistung, und als Investor, als Business Angel, als Sponsor hat man häufig die Herausforderung, dass man so einen Prozess auch begleiten muss und auch die Konflikte lösen muss. Also Teamstrukturen, Teamzusammenarbeiten. Vielleicht können wir das ja mal 5 Minuten diskutieren und einfach eure Meinung dazu hören. Sehr gern. Also auch da, ein Unternehmen hat unterschiedliche Anforderungen ans Management. Meistens verändert sich diese Anforderung so in der Größe zwischen 30 und 40 Mitarbeitern, wo es dann nicht mehr so der klassische Gründertyp ist, sondern da geht es eher um Management-Skills, die erforderlich sind. Und das erfordert eine unglaubliche Weiterentwicklung eines Gründers. Und es gibt auch verschiedene Typen von Gründern. Es gibt, ich unterscheide oft zwischen Gründern, Unternehmern und Manager. So ein Gründer ist jemand, der ein kleines Unternehmen, eine Idee aufbaut, extrem enthusiastisch ist, sehr viel Punch hat, so Sachen nach vorne zu bringen. Ein Unternehmer ist eher jemand, der ein großes Unternehmen führt mit 200, 300, 400 Mitarbeitern und dementsprechend auch dort, auch das sind eher die Familienunternehmer, solche Typen. Und dann gibt es Manager, die sich in Strukturen zurechtfinden können, die existieren und die dabei sind, Effizienzen zu heben und Vorhandenes zu verbessern. In der frühen Phase, wenn wir Gründerteams sehen, ist das meistens irgendwie schon komplett vorhanden in der frühen Phase, weil sich diese Teams in irgendeiner Weise finden. Das wird sich dann im Laufe der ersten 2, 3 Jahre wird sich das dann verändern, weil das Unternehmen sich verändert, und dann kommen eigentlich die Anpassungsprozesse, die man dann davor nimmt. Grundsätzlich vielleicht zum idealen Gründer-Setup. Ich denke immer, es sollte einen sehr, sehr starken, strategisch orientierten, sales-orientierten CEO geben. Es sollte einen sehr, sehr starken Techniker geben, und es sollte jemand geben, der sehr detail- und prozessorientiert als in der COO-Rolle aufgeht. So, das heißt, wenn ich mir ein Gründerteam aussuchen sollte, wären es 3 Leute in genau der Zusammenstellung. Spannend. Guter Hinweis, kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zurück. Bitte. Ja, ich glaube auch die Heterogenität dieser Teams ist ziemlich wichtig. Also mit die schlechtesten Investments, die ich gemacht habe, waren 2 Designer oder 2 Techies, die dann zwar ihr Produkt super hinkriegen, aber am Ende konnte keiner verkaufen. Oder du hast Leute, die fantastisch verkaufen können, aber hinten in der Finanzabteilung ist nur Chaos, und irgendwann stellst du dir 15 Leute ein, die dann gucken, dass die Rechnungen mal bezahlt werden. Also das ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass man, da geht es gar nicht um die Ausbildung, sondern um den Typ der Menschen, dass man 2 oder 3 Gründer hat, die sich sehr gut ergänzen in den Feldern, die man tun muss. Und das ist das Produkt, das ist der Vertrieb, und das ist natürlich, dass man die Finanzen zusammenhält. Und wir haben tatsächlich schon sehr, sehr guten Teams abgesagt, weil wir gesagt haben, irgendwie fehlt da 1 oder 2 Funktionen bei euch. Ihr seid alle zugleich. Das funktioniert dann nicht. Und bist du in der Anfangsphase ein eher aktiver Investor? Gehst du rein in Geschäftsführersitzungen oder hilfst du mit oder hältst du dich ein bisschen zurück und guckst nur, dass es funktioniert? Nee, das ist genau das, was wir, glaube ich, anders machen, dass wir sehr aktiv sind, gerade in der Anfangsphase. Deswegen ja auch diese relativ kleinen Tickets am Anfang, weil man ein sehr großes Risiko eingeht und einfach gucken muss, wie funktioniert das eigentlich? Also sind Kunden bereit, für dieses Produkt was zu bezahlen? Kriegt das Team das wirklich auf die Kette? Und über die Zeit reift dann das Vertrauen, wo man sagt, jetzt können wir auch mehr investieren, größere Tickets investieren und uns auch trauen, irgendwann mal einen Holzbrink anzurufen. Also das machen wir ja regelmäßig, aber das tue ich natürlich auch nur, wenn ich der Überzeugung bin, dass ich da wirklich eine gute Firma habe. Und genau dieser Prozess am Anfang bedeutet, dass du tatsächlich mindestens wöchentlich mit diesen Teams interagieren musst. Und das tun wir sehr intensiv am Anfang. Und das können die meisten Angels gar nicht leisten, weil sie selber noch irgendwo berufstätig sind und eine eigene Firma haben. So, und das unterscheidet uns so ein bisschen, dass wir sagen können, wir machen das Vollzeit, und dann können wir diese Zeit auch da reinstecken. Prima, vielen Dank. So, ja, bitte. Zufügend, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass ein Investor da seine Kompetenzen selbst sehr gut kennt und weiß, wo er sich zurückhalten soll und wo er sich am besten einmischt. Also bei mir sehe ich auch, bei den Unternehmen, die meisten Betreuungsaufwand haben diese Unternehmen, wenn es entweder schlecht läuft oder wenn es tatsächlich um eine weitere Finanzierungsrunde geht. Klar, man ist sonst auch immer beratend tätig, aber man sieht manchmal, es läuft und will sich vielleicht auch nicht zu arg einmischen, um da nicht irgendwie als Störfaktor noch mehr Zeit von den Teams zu beanspruchen, als es sowieso schon tut mit Reportings und regelmäßigen Updates, die man bekommt. Also
bei mir tatsächlich die meiste Zeit, die drauf geht und auch gerne drauf geht, ist natürlich weitere Finanzierungsrunden zu akquirieren für diese Unternehmen, weil es auch für den Geschäftsführer, und da kommen wir auch zu diesem Thema, was braucht man so im Team, sehr zeitaufwendig ist, diese Finanzierung zu machen. Der kann oft schon, wenn man nur zu knapp plant, nach der Finanzierungsrunde direkt wieder anfangen, die nächste einzusammeln und kann sich dann nicht richtig um das Unternehmen kümmern. Und da sehe ich einfach auch die Stellung von den Investoren und vielleicht sollte man sie sich auch so ein Stück weit so raussuchen oder ein Konsortium bilden, dass da Leute dabei sind, die gutes Netzwerk haben und die auch unterstützen können, diese weiteren Finanzierungsrunden einzutreiben und genau diese Empfehlungen, wie hier jetzt auch beschrieben, die auch geben können. Und da muss der Gründer auch wissen, wie viel kann er abgeben. Wir sehen zum Beispiel, dass auch so ein CFO immer sehr eine wichtige Stelle ist in Unternehmen, die meist nach diesen frühen Phasen eine der ersten ist, die dazukommt und natürlich auch ein gewisses Geld kostet, weil die Leute gut sind und gut verdienen. Ja. Okay, das war ja ganz spannend. Das heißt, das Learning wäre, nach der Finanzierung ist vor der Finanzierung. Ja? Es muss permanent jemand dabei sein, der sich um dieses Thema kümmert. Das ist leider oft so in der Praxis, sehe ich. Das Ziel muss aber eigentlich sein, gewisse Ruhephasen dazwischen zu haben, wo man einfach sich auf Wachstum konzentrieren kann und dann auch der Geschäftsführer eher noch, ich sag mal, Richtung Sales auch aktiv werden kann. Okay. Hilft da nicht ein großes Netzwerk von Holzbrink, dass ihr über die Phasen die Teams weiterleiten könnt oder dass ihr zugeführt kriegt, wie wir gerade gehört haben, von einem Serial Entrepreneur, der als Business Angel unterwegs ist? Ja, das ist definitiv eine unserer größten Aufgaben. Also so Themen wie zum Beispiel Team jetzt komplettieren oder auch diese Starthilfe geben. Dafür, das machen wir typischerweise nicht so stark, weil wir eben später reinkommen. Aber das ganze Thema Finanzierung und auch Folgefinanzierung ist eins, um das wir uns sehr kümmern. Und zum Beispiel einfach, also ab einer gewissen Größenordnung muss man oft US-VCs mit reinholen. Und das ist zum Beispiel ein typisches Muster von dem, was wir machen, dass wir dann die Series A und B machen und dann ab der Series B und C dann mit Partnern aus den USA zusammenarbeiten, weil man einfach sonst in Deutschland leider, muss man sagen, eine Finanzierung größer als 20, 30 Millionen nur schwer auf die Beine stellen kann. Okay, ein spannendes Thema, was man in der Startup-Diskussion immer wieder hört, dass die jungen Gründer sagen, wir haben eine super Idee, wir haben ein tolles Team und wir würden gerne loslegen, aber keiner gibt uns Geld. Ja, wir stehen da und wir hätten alles fertig, aber wir kriegen einfach kein Geld. Ist das eine einfache Ausrede? Ist das gerechtfertigt? Wie sieht der Markt aus? Also zunächst mal muss man, glaube ich, festhalten, dass es noch nie so viel Venture Capital Geld in Deutschland oder Europa gab wie momentan. Insofern glaube ich, dass Geld da ist. Ich glaube, das Problem ist ein bisschen anders gelagert. Also ich finde, dass es zu wenig Menschen in diesem Land gibt, die wirklich Unternehmer sein wollen, Gründer sein wollen und das wirklich auch überzeugend durchziehen wollen. Also ich erlebe immer wieder Startups, die viel zu früh verkaufen, wo die Gründer sich freuen wie Bolle, dass sie mit 28 Jahren eine Million am Konto haben. Und ich sage ihnen, ihr könntet aber vielleicht 10 haben, wenn ihr einfach nochmal 5 Jahre durchhält. Das ist, glaube ich, so diese Unternehmer, die man in den USA sieht, die das wirklich durchziehen und die sagen, das ist meine Lebensaufgabe, die sind relativ rar in Deutschland. Mhm. Und das führt dann auch dazu, dass viele sagen, naja, also wenn ich eh das Gefühl habe, du steigst in 3-4 Jahren wieder aus und bist mit 100 Millionen zufrieden, dann ist es für mich als Investor einfach nicht interessant. Zweiter Aspekt, da haben wir gerade drüber gesprochen, ich glaube, viele Firmen tun sich auch keinen Gefallen damit, dass sie einfach die Kosten auch extrem hochtreiben. Mhm. Also ich habe in Berlin teilweise Startups, die haben einen Menschen, der macht nichts anderes als Fundraising den ganzen Tag und der ist, kaum ist die Runde durch, sagt er, ich muss aber sofort weitermachen, weil ich brauche ja in 3 Monaten schon wieder Geld. Und das ist gar nicht immer so sehr eine Frage der Umsätze, das ist eine Frage der Kosten. Ja. Ja, wo ich einfach gerade in Berlin sehe, dass viele da zu viel Gas geben und auch durch die VCs getrieben zu viel Gas geben, weil man immer gleich die Welt erobern muss. Und wir sind einfach nicht in den USA, wo wir 300 Millionen Menschen erreichen können in einem sehr homogenen Markt. Und wir sind leider in Europa, wo ich mit 250 Millionen Menschen, die ich erreiche, dann irgendwie gleich schon 18 Länder und 12 Sprachen oder sowas brauche. Mhm. Und das macht es einfach komplex. Und die Frage ist, muss ich das immer tun? Muss ich immer in 18 Länder gleichzeitig gehen? Es ist ein absoluter Irrglaube, dass diese Länder alle gleich funktionieren. Du kannst, kein Businessmodell funktioniert in allen 18 Ländern gleich. Das heißt, die bauen eine irre Komplexität auf und das ist einfach sehr teuer. Und ich glaube, man muss einfach öfter mal den Mut haben zu sagen, so, und jetzt machen wir das in Deutschland mal richtig und bauen das mal profitabel und dann nehmen wir uns die nächsten 2 Länder vor. Und das fehlt meines Erachtens sehr häufig und deswegen kommen diese Situationen zustande. Okay, wie ist das mit euch? Habt ihr genug Geld, um alle Gründer zu versorgen, wenn sie gut sind? Ich glaube nicht, weil es gibt sehr viele
gute Gründer. Und um auf dein Statement, auf dein Eingangsstatement Bezug zu nehmen, es gibt, gute Gründer finden kein Geld, das ist Quatsch. In Deutschland gibt es zurzeit so viel Geld für Seed und frühe Phasen wie noch nie zuvor. Die guten Gründer sind Teil dieses Netzwerks, sind Teil dieser Industrie, haben sich dort eingearbeitet, haben ein Netzwerk aufgebaut, gehen all in, glauben zu 100% in ihre Idee. Und diese Gründer, das ist genau das, was wir suchen, die werden Geld finden. Und wenn sie kein Geld für die initiale Idee finden, dann liegt das nicht an ihnen, sondern liegt das an der Idee. Dann werden die aber durch die vielen, vielen, vielen Gespräche, die sie mit Investoren führen, dahin kommen, dass sie ihre Idee so weit verändern, dass sie marktfähig ist, und dann werden sie Geld finden. Das heißt, wenn ihr Geld sucht, dann müsst ihr das wirklich wollen. Niemand, kein Investor, mit manchen Ausnahmen, es gibt immer welche, die da nicht ganz so genau hingucken und dann auch viel Geld verlieren, aber kein professioneller Investor wird euch Geld geben für eine halbgare Idee oder für ein Lifestyle-Projekt, was ihr nebenbei macht. Wenn ihr aber eine Idee habt und mit Passion diese Idee verfolgt und alles daran setzt, diese zu verwirklichen und dann zu einer Qualität kommt, die ihr braucht, damit es überhaupt sinnvoll ist, so etwas zu verfolgen und die eigene Karriere dafür aufs Spiel zu setzen, dann wird es auch Investoren geben, Angels geben, die dieses unterstützen, und dann wird es immer einfacher. Nach der zweiten, dritten Finanzierungsrunde, die ja meistens aus dem Family, Friends und Business Angel Umfeld kommt, wird das Netzwerk durch diese Unterstützer, die man dadurch hat, immer größer, und es wird dann, wenn die Qualität stimmt, immer einfacher, Gelder zu raisen. Und das muss man aber machen, und da muss man all in gehen, weil diese erste Zeit ist hart. Das hat mit vielen Entbehrungen zu tun, aber genau das wollen wir Investoren. Wir wollen jemanden, der zu 100% nicht sein Geld, weil junge Leute haben meistens kein Geld, investiert, sondern seine Lebenszeit, all das, was er hat, in diese Idee. Und dann sind wir die Richtigen, die quasi kommen können und auf diesem Nukleus aufsetzen können und helfen können, sowas groß zu machen. Okay, vielen Dank. Du bist ja im Industriebereich tätig. Hattest du schon mal die Situation, dass du ein tolles Team gefunden hast und nicht genug Geld hattest, um denen zu helfen? Also das ist auch, schließe ich mir an, wie vorher gesagt worden, für diese Phase speziell ist nicht gerade unendlich, aber absolut genug Geld im Markt vorhanden. Speziell geht es dann darum, was passiert denn nachher in den Folgephasen, wo Fonds, VCs, strategische Investoren reinkommen. Und da muss ich natürlich auch entweder diese Startups, aber auch uns selber, die etwas früher reingehen. Es muss, wie vorher erwähnt worden ist, auch geschafft werden, ein Business Model, das valabel ist, wo gezeigt werden kann, ich schließe ein Beispiel an, ich verkaufe 10-Euro-Scheine für 5 Euro, das bringt genau als solches nichts. Wann das denn auch gelingt, vielleicht für einen Markt für Deutschland, für einen Markt wie Deutschland, Schweiz und Österreich zusammen, das zu zeigen, da findet man dann sehr gerne und sehr viele VCs, strategische Investoren, die diese Internationalisierung schlussendlich dann auch noch machen können. Das ist ein sehr riskanter Weg nach wie vor, weil wir haben gerade über Europa sehr viel gehört. Das ist extrem divers, diese ganze Geschichten. Wieso soll ein Produkt, eine Lösung, die in Deutschland perfekt funktioniert haben, plötzlich in Frankreich auch als solches dann auch noch gut sein? Und was wir immer auch versuchen bei unseren Startups, wenn das Thema dazu passt, sehr früh den Sprung nach Amerika irgendwann auch ins Auge zu fassen. Nur das funktioniert dann wirklich so, dass mit den Gründerteams gesprochen werden muss, sie müssen ihren Sitz verlegen. Das machst du nicht, auch nicht von Berlin aus oder auch nicht von München aus, denn nachher doch, du musst ein Teil dieses Teams in das Silicon Valley und logischerweise vorbereitet, mit einem gewissen Netzwerk unterstützt sein, weil im Sinne von Kaltakquise können da drüben auch nichts schlussendlich erreichen. Aber um wirklich ein Thema richtig groß zu machen, das passiert leider nicht in Europa. Ich würde es mir sehr, sehr wünschen, aber die Vergangenheit hat einfach bewiesen, dass das bis jetzt noch nicht gelungen ist. Die Zukunft und die Leute, was da drin sitzt, können uns natürlich auch gerne das Gegenteil beweisen. Aber hier sind wir doch in der Lanxess-Arena auf dem besten Weg dorthin, oder? Okay, vielleicht sagst du noch mal aus deiner Sicht zu diesem Thema, Geld, ja, ist genug da,
können gute Gründerteams ausreichend unterstützt werden? Und vielleicht, was würdet ihr euch wünschen von einem Gründer, wenn ihr euch einen idealen zusammenstellen könntet? Okay, vielleicht zunächst wollte ich noch sagen, so einen Investor zu akquirieren, ist ein bisschen auch wie so ein Sales-Prozess. Ja, man braucht eine gewisse Hartnäckigkeit, man braucht einen ordentlichen Funnel auch. Also wenn man irgendwie nur 20 Investoren anschreibt und dann sagt, oh Gott, die sagen mir alle ab, ich bin total enttäuscht, dann habe ich da auch irgendwie kein Verständnis für, weil man muss schon wirklich viele ansprechen, damit da mal einer rüberfällt. Aus Sicht eines Investors, es ist ja so, dass wir irgendwie 500.000 Pitch-Decks sehen im Jahr und uns natürlich nur die Besten versuchen rauszupicken. Das heißt ja nicht, dass alle anderen schlecht sind, sondern einfach, dass da 2, 3, 4 dabei waren, die viel besser waren als alle anderen. Deswegen kann ich nur sagen, hartnäckig bleiben an der Stelle und soweit weiter die Leute anschreiben, bis es funktioniert. Und es ist auch so, dass eine Absage nicht immer eine komplette Absage ist. Oft heißt es, also ganz oft hört man, also gerade in späteren Phasen, ist uns noch zu früh, ihr müsst noch mehr zeigen. Also bei uns ist tatsächlich auch so, dass wir sagen, wenn wir, ich sag mal, eine 500.000 investieren wollen, dann müssen die auch schon ein bisschen was zeigen können. Also vielleicht erste Pilotkunden, erste Umsätze, ersten Proof of Concept oder sagen wir mal ein Proof of Principle nennt man das dann wahrscheinlich, dass wir uns da, dass wir eine gewisse Sicherheit verspüren, sage ich mal, dass dieses Geschäftsmodell auch funktioniert. Viel früher sehen wir dann eher tatsächlich Business Angel oder Exist-Förderung oder so, die dieses Risiko vielleicht noch besser einschätzen können, auch wie wir, weil sie aus der Industrie kommen und auch noch selber mithelfen können. Und ich kann auch nur jedem Gründer deswegen empfehlen, wenn jemand sagt, zu früh, haltet diesen Investor wirklich auf dem Laufenden. Nehmt ihn in eine extra Liste rein, macht ein Newsletter für Investoren. Ja. Der muss nicht professionell aussehen, weil die lösche ich dann und denke, das ist Werbung. Mhm. Aber wenn die wirklich noch einigermaßen adressiert sind an den Investor, dann liest man die auch und sagt, ach schön, ja, wir hatten vor einem halben Jahr Kontakt, ihr habt euch weiterentwickelt, lasst doch nochmal sprechen. Das kann ich nur jedem Team empfehlen und ich sehe das viel zu selten, ehrlich gesagt, dass Startups einen wirklich persönlich nochmal anschreiben und sagen, hey, willst du dir nochmal anschauen, was wir geschafft haben? Damals war das für euch zu früh, das Investment. Mhm. Fragen wir vielleicht den Jan nochmal von Holzbrink. Kriegst du von potenziellen Unternehmen, in die du investieren möchtest zukünftig, die sich aber noch entwickeln, kriegst du solche Mails? Sind die mit dir in Kontakt? Bleiben die sozusagen dabei? Bist du im Gespräch mit denen? Ja, das finde ich immer sehr spannend. Also und gute Startups machen das auch. Also genau, in Mailingliste. Es reicht ja auch alle 2, 3 Monate mal ein Update zu geben oder auf einer Veranstaltung nochmal zu sprechen. Als VC, wir beobachten oft Unternehmen über längere Zeiträume, teilweise mehrere Jahre, bevor wir investieren. Und da auf dem Laufenden zu bleiben, ist extrem wichtig. Und eine Sache, die ich auch wichtig finde, ist, auf beiden Seiten sind ja auch Menschen. Also genauso wie wir uns das Team anschauen, sollte man als Team ja auch versuchen herauszufinden, welchen Investor spreche ich mit welchem Thema an. Vielleicht ist es gar nicht der VC, sondern es ist der Partner, der ein besonderes Interesse in dem Bereich hat, ein Hobby oder schon Investments in dem Bereich gemacht hat, ein Faible hat. Vielleicht ist es der mittelständische Unternehmer, der aber ein riesen Netzwerk hat. Also sich dann auch teilweise mit den Personen bei dem VC zu beschäftigen und zu überlegen, warum passt dieses Thema besonders gut und wie kommt man aus diesem Stapel der 1.000, 2.000, 3.000 Businesspläne im Jahr raus. Okay. Lass mal doch noch mal kurz hören, wie ist das denn mit euch Gründern? Seid ihr in öffentlichen Mitteln? Also ist jemand dabei, der ein Exist-Gründerstipendium kriegt? Hat jemand schon mal so einen Antrag gestellt? Ist jemand beim Hightech-Gründerfonds? Ist sowas hier vertreten? Denn wir haben in Deutschland eigentlich eine sehr gute Frühphasenfinanzierung, ne, aus öffentlichen Mitteln. Bundeswirtschaftsministerium ist da sehr aktiv. Der Dr. Felling ist sogar heute hier. Der leitet diesen ganzen Bereich. Es gibt also große Volumina, die dort investiert sind. Wie seht ihr das als private Investoren? Ist das hilfreich, dass sowas angeschoben wird mit Unterstützung des Staates? Nehmt ihr gerne Teams, die aus dem Exist-Gründerstipendium rauskommen und in die nächste Phase rein wollen? Ich bin da relativ leidenschaftslos. Also okay. Wenn die da ihr Geld finden, dann ist das völlig okay. Hab da nichts dagegen. Man muss ein bisschen gucken, wen holt man sich als Investor an Bord. Da gibt es ja unterschiedliche Programme. Manche sind sehr passiv. Mhm. Muss ich dann irgendwann in 10 Jahren zurückzahlen oder gar nicht zurückzahlen. Andere verstehen sich dann schon als VC, okay. Haben aber eigentlich vom Background her, fehlt mir da manchmal so ein bisschen das unternehmerische Gehen. Also das ist vielleicht der einzige Aspekt. Aber ansonsten, wo die ihr Geld holen, ist mir eigentlich relativ egal, solange es seriöse Quellen sind natürlich. Okay.
Gehen wir auf der Reihenfolge mal durch. Wie ist das bei dir? Habt ihr auch schon mal ein Portfolio, welche, die aus dem HTGF dann kommen, finanziert? Ja, sehr häufig sogar. Also wir haben, ich habe in der Vergangenheit schon sehr viele Investments gemeinsam mit dem HTGF gemacht. Kann den HTGF nur loben. Das ist eine extrem sinnvolle Institution für Deutschland, für den Standort, weil die eben vielen Themen, eben auch Ausreißerthemen, eine Finanzierung geben, somit eine Chance geben, um sie zu beweisen und auch ein sehr, sehr anständiges Investmentmanagement machen. Also HTGF ist definitiv ein sehr, sehr attraktives Modell für Gründer. Grundsätzlich ist es so, dass wenn man sich's aussuchen kann, würde ich immer versuchen, einen Smart Money Investor zu nehmen, jemand, der sich mit dem Thema, was ich als Unternehmen aufbauen möchte, auskennt, der ihm helfen kann und nicht nur Geld, und ich würde auch nicht nur auf Bewertung gucken und Verwässerung, sondern im Wesentlichen auf Netzwerk und Expertise, was viel, viel wichtiger ist, ob ich nun 2-3% mehr oder weniger irgendwie habe nach einer Finanzierungsrunde. Aber im Großen und Ganzen ist es so, solange es seriöse Quellen sind, ist uns das eigentlich in den Folgerunden egal, solange die Terms sauber sind, weil wir gucken auf die Substanz des Unternehmens, auf das Potenzial, und da hinzukommen, um ein Unternehmen zum Laufen zu bekommen, ist sehr, sehr, sehr schwierig, und da muss man zum Teil das nehmen, was man so gerade kriegen kann. Im Zweifel muss man später dann nochmal ein Cap-Table wieder aufräumen, sodass da einfach zu viel Gesellschaft da drin sind und muss da Stimmrechte poolen und. Das gehört aber zum ganz normalen täglichen Geschäft von uns. Insofern grundsätzlich kein Problem. Man sollte nur aufpassen, dass man sehr seriöse Geldquellen hat. Okay, danke schön. Wie ist das bei euch in der Schweiz? Habt ihr auch öffentliche Fördermittel oder guckt ihr mehr nach Deutschland? Also da ist die Schweiz nämlich komplett konträr. Da gibt es nämlich keine öffentlichen Fördermittel. Okay. Das zeigt aber wiederum, wie die Startup-Landschaft als solches irgendwo ausschaut. Sie ist jetzt nicht so spezifisch ausgeprägt. Es gibt ganz klare Themen, so Life Science ist die Schweiz irrsinnig stark, aber da stecken natürlich gewisse Konzerne, von Roche angefangen, Sonder etc. dahinter. Aber ansonsten ist das Gründergehen in der Schweiz jetzt nicht so primär ausgebrochen, wie man es jetzt vielleicht in Deutschland und Österreich spricht. Ob das jetzt effektiv nur mit den Förderungen zu tun hat, würde ich aber eher bezweifeln. Sondern es geht auch darum, was für einen Style die Leute haben. Wo haben sie im Prinzip ihre Zielsetzungen? Mhm. Und auf das Thema mit den Förderungen noch angesprochen. Ich sehe es etwas auch kritisch, also grundsätzlich gut, dass die öffentliche Hand was macht. Mhm. Aber sobald, was ich in Deutschland in manchen Cap Tables leider schon gesehen habe, wenn irgendwelche Institutionen, möchte jetzt ja keinen Namen nennen, prominent mit 20% und mehr in sehr frühen Phasen in den Cap Table drinnen stehen, dann verstehe ich das nicht, weil das ist genau die Problematik, wenn wir als Investor in einer etwas späteren Phase reinkommen, ziehe ich ja die effektiv mit meinem Know-how, mit meiner Power, und der Beitrag ist außer Geld nichts, und Geld ist speziell in den früheren Phasen viel, viel zu wenig. Und in dem Sinn lobe ich da Österreich relativ gut. Österreich hat ein sehr gutes Förderinstrumentarium, aber die sind nicht drinnen irgendwo. Also es gibt entweder Garantien für Kapital oder einfach Seed Capital als verlorener Zuschuss. Und wenn solche Sachen vorhanden sind, ist das gut und fair enough. In Deutschland gibt es aber auch sehr gute Methodiken, wo Ähnliches abbilden. Mhm. Danke. Du bist ja auch im Frühphasenbereich unterwegs, hast wahrscheinlich auch mal mit dem einen oder anderen Team, was ein Exist-Gründerstipendium bekommen hat, dann zu tun, was dann einfach sagt, nach diesem Jahr Förderung, nicht, das sind dann drei Leute, kriegt jeder so etwa 2.000 Euro oder 2.500. Ne? Wie siehst du das? Wie kannst du damit umgehen? Also ich sehe das auch sehr positiv, gerade diese Exist-Förderung, weil also aus dem Thema Cap-Table, ja, wie konstruiert man so ein Cap-Table denn als Startup optimal? Und da gibt es einfach nichts Besseres wie diese erste Phase vielleicht für ein Pilotprojekt oder für einen ersten MVP, da Exist-Förderung zu bekommen und einfach mal tüfteln zu können. Darauf kann man immer noch einen Business Angel draufsetzen. Auch wer, ja, ich weiß nicht, ob es geht, wenn es während es läuft, dann muss man die irgendwie rückerstatten und solche Geschichten. Aber so grundsätzlich zerstört man sich halt dadurch nicht gleich in dieser super Early Phase den Cap Table und muss viele Anteile abgeben. Weil gerade wenn man noch nichts hat wirklich, einen Businessplan und vielleicht so die erste Softwareversuche, da ist man einfach nichts wert für einen Investor. Und wenn man da signifikant Geld braucht, dann
fragt er erstmal, ja, seid ihr wirklich schon eine Million wert? Ihr habt gerade mal einen Businessplan, ein Pitch Deck und hier eine Idee von der Software beispielsweise. Dann kriegt man keine gute Bewertung und muss dann eben solche 20-30% abgeben. Mhm. Und gerade für sowas finde ich das optimal. Es kommt immer ein bisschen aufs Projekt an, das kann man vielleicht nicht ganz so pauschal sagen, aber ich sage mal, über die meisten Projekte, die ich sehe, ist es sehr positiv mit der Exist-Förderung, dass es die überhaupt gibt. Gerade für Gründer, die direkt aus der Uni herauskommen, die auch ein bisschen grüner sind natürlich wie alle anderen, auch nicht so viel Geld selbst in der Tasche haben. Für die ist es eigentlich ein guter Start, sage ich mal, in dieses Gründerleben. Okay, super. Vielleicht nochmal von Sicht Holzbrink, das ist ja immer spannend. Also wir arbeiten oft mit dem HTGF und der IBB und so weiter zusammen. Ich glaube, die Diskussion ist aber eigentlich eine andere. Also es gibt in UK pro Einwohner, Entschuldigung, in den USA pro Einwohner 6-mal so viel Venture Capital wie in Deutschland und in Israel 12-mal so viel. Und ich glaube, was wir mehr brauchen, sind mehr Business Angels, wir brauchen mehr Seed Funds, wir brauchen mehr VCs. Eigentlich, wir hätten gerne mehr Konkurrenz, wir hätten gerne ein aktiveres Ökosystem. Und für mich, wenn man ordnungspolitisch über das Thema diskutiert, dann glaube ich, dass wir dieses Marktversagen an einer anderen Stelle lösen sollten. Ich glaube, im Moment ist der HTGF extrem wichtig, weil er zum Beispiel auch Startups finanziert, die tiefe Technik entwickeln. Aber eigentlich, glaube ich, brauchen wir einen funktionierenden Markt für Wachstumsfinanzierung. Und da würde ich es prinzipiell besser finden, wenn das über Angels, Fonds, Seed und so weiter funktionieren würde. Okay, sag. Da kann ich vielleicht noch mal ganz kurz einhaken. Wenn ich, da war ja ein Applaus, ja, das ist gut. Ja, also wird unterstützt. Da kann ich vielleicht noch mal ganz kurz einhaken in eigener Sache. Wir haben gerade letzte Woche ein White Paper veröffentlicht, genau zu dem Thema Wagniskapital in Deutschland. Steht bei uns auf der Webseite zum freien Download zur Verfügung. Das adressiert genau den Punkt. Es gibt grundsätzlich zu wenig Kapital noch in Deutschland. In frühen Phasen ist das Problem nicht ganz so groß. Das ist schon okay, da ist wahnsinnig viel passiert in den letzten 5 Jahren. Wo wir heute noch extrem Aufholbedarf haben, ist gerade in den späteren Phasen, wo wir gegen USA und gegen Israel keine Chance haben auf dem Weltmarkt. Das zeigt sich auch so ein bisschen, auch das, was du vorhin gesagt hast, dass heute Gründer in Deutschland, wenn die für 100 Millionen Euro einen Exit machen können an einen amerikanischen Käufer, dann ist das hier das eigentlich das erklärte Ziel. Und dann wird man auf der Sänfte durch die Republik getragen, weil man es geschafft hat. Und das ist in den USA und in Israel völlig anders. Da geht das eigentlich erst richtig los. Und wir, was machen wir? Wir exportieren unsere Expertise, unsere IP in andere Länder, wenn wir zu früh verkaufen. Und warum ist das so? Weil wir wenig Growth Funds haben, die in der Lage sind, große Finanzierungsrunden zu machen, die 50 Millionen, 100 Millionen Euro groß sind. Und auch, weil wir keine Käufer haben, die in der Lage sind, mal ein Unternehmen für 1 Milliarde zu kaufen. So, deswegen haben wir hier einen ungeheuren Nachholbedarf in dieser Region, in Europa, auch in Deutschland und der gesamten Dachregion, wo wir alle zusammen, glaube ich, sehr intensiv dran arbeiten, wo wir in den letzten 5 Jahren schon einen guten Schritt nach vorne gekommen sind, aber man muss sich nichts vormachen, da sind wir heute noch mittendrin, um dieses zu verbessern, um die Produktivität und die Wettbewerbsfähigkeit im Venture Capital Bereich in Deutschland deutlich anzupassen und aufzuschließen zu den USA und Israel. Okay, das wäre also eigentlich eine politische Forderung, dass man sagen würde, man müsste mehr Kapital zur Verfügung stellen, also die großen Pensionsfonds, die Versicherungen beispielsweise dürften bis zu einem gewissen Umfang vielleicht 2-3% ihres Assets, ne, in solche eher risikobehaftete Fonds reingeben, dann wird es natürlich einen Schub geben. Ne? Herr Schäuble ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr da, da müssen wir uns jetzt vielleicht an Herrn Lindner wenden, ja, mal sehen, wie es weitergeht, aber das wäre eigentlich ein Thema, ja? Genau, das ist das eine, dann gibt es steuerliche Randbedingungen, die da auch ganz entscheidend sind, aber darüber hinaus auch, müssen wir auch woanders anfangen, wir müssen auch bei der Bildung anfangen. Ja, wir müssen die Wirtschaft dazu motivieren, viel stärker Angebote zu schaffen, um Leute reinzuziehen in die Industrien, das Wissen weiterzugeben, auszubilden, Technologiestudiengänge programmieren, das muss viel früher, das muss in die Schulen hinein, dass wir uns einfach ein Nachwuchs aufbauen an Gründern, an Technologieexperten, sodass wir hier unsere Zukunft langfristig absichern. Und das muss flankiert werden durch Geld. Und das ist ein Gesamtvorhaben, was wir hier unterstützen müssen, um einfach langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Ja, ich glaube, dafür sind wir alle richtig hier. Deshalb findet ja eben die Startup-Con statt, um eben so ein Ökosystem zu schaffen, wo eben alle diejenigen zusammenkommen, die das betrifft, Förder von der Stadt
unterstützt von den Hochschuleinrichtungen. Also ich bin halt von der Fresenius-Hochschule. Wir haben Masterstudiengang Entrepreneurship, wo wir sowas anbieten. Es gibt die Inkubatoren, die großen, den Startplatz beispielsweise, wo die Teams gefördert werden. Wir haben die Business Angels, wir haben einen Businessplanwettbewerb, den NUK. Wir haben die Venture-Abteilungen von den Großunternehmen. Wir haben die Serial Entrepreneurs. Was müssen wir denn noch tun, um das noch mehr zum Fliegen zu kriegen? Okay, dann gucke ich auch, ob jemand darauf antworten will, sonst könnt ihr selbst mal euch ein Thema suchen. Übernehmen mal so ein bisschen. Ich glaube, da tut sich auch momentan viel. Also wenn man schaut, wie viel allein Entwickler haben wir in Europa, da hat Berlin, Paris und ich glaube London mehr Entwickler wie das komplette Silicon Valley und die USA zusammen. Okay. Also wir sind technisch, eigentlich haben wir eine gute Voraussetzung, um hier auch stärker aufzuholen. Ist wirklich dieses Thema Finanzierung, und da meine ich auch gerade die Rentenfonds, ich glaube, würde schon 0,8% würde reichen, damit wir aufholen, diese Lücke, die wir in der ganzen Finanzierung haben in Deutschland. Die USA ist uns da, glaube ich, wenn ich die richtigen Zahlen habe, 5- bis 6-fach so viel Venture Capital haben die im Silicon Valley zur Verfügung im Vergleich zu uns. Aber ich sehe auch auf der anderen Seite, das ist noch so ein Punkt, dass ich glaube, die Entwicklung schon dahin geht, dass wir da stärker werden. Viele Investoren aus den USA, die schauen sich auch inzwischen in Europa um, schon allein, weil im Silicon Valley einmal das politische Umfeld momentan weniger gut ist oder die Aussichten schlechter werden, sage ich mal, und es auch viel zu teuer ist, da eigentlich ein Startup zu gründen. Ja. Allein die Mieten da sind ja wahnsinnig hoch. Und auch die Unternehmer, die Entwickler, der ganze kulturelle Unterschied. Ich glaube, da haben wir durchaus Vorteile. Mit kulturellem Unterschied meine ich, dass die Entwickler im Silicon Valley irgendwie im Schnitt, glaube ich, ein Dreivierteljahr bei einem Unternehmen sind. In Deutschland ist es ganz anders. Die kann man durchaus länger halten zu geringeren Löhnen, sage ich mal, die immer noch hoch sind im Vergleich zu dort. Und da haben wir gute Voraussetzungen, dass das aufholt. Prima, vielen Dank, aber wir haben hier noch einen Beitrag, der will raus. Ja. Ich will nochmal auf den Punkt kommen von vorhin, also das mit dem Unternehmer. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, vor 20 Jahren war Unternehmer in Deutschland ein Schimpfwort. Das war kein sehr angesehener Beruf. Jetzt ist es seit 15 Jahren total cool, ein Startup zu machen. Aber wie viele dieser Startupler sind wirklich Unternehmer und machen das nicht, weil sie sagen, das ist eigentlich cooler als McKinsey oder Goldman Sachs. Und ich erlebe sehr oft, dass diese Unternehmer, diese Founder, wenn es dann mal wirklich schwierig wird, auch sehr schnell wieder weg sind. Also das ist jetzt richtig Arbeit, das ist ja richtig anstrengend, das funktioniert ja nicht. Die Umsätze gehen dann nicht durch die Decke. Und dann schmeißen die einem die Brocken hin und sagen, kannst meine Anteile haben, aber ist ja nicht schlimm, war nicht so gemeint. Und gründen das nächste Ding oder gehen dann doch zu McKinsey oder ich weiß nicht was. Also ich glaube, das ist schon auch ein Punkt in Deutschland, dass wir nicht so wahnsinnig viele Leute haben, die wirklich sagen, so, und ich möchte eine Company aufbauen, die in 40 Jahren die Welt verändert hat. Sondern ganz viele machen das Lifestyle, cool, hast du tolle Partys und man ist mit 28 Millionär. Und das ist eigentlich zu wenig, dann kannst du noch so viel Geld haben, das willst du denen dann gar nicht geben, weil die Dinger eben mit diesen Menschen auch nicht groß genug werden. Also da finde ich, hat USA seit jeher auch einen anderen Spirit und produziert eben Leute wie Mark Zuckerberg oder die Google-Jungs, die sagen, nö, kannst du mir noch so viel Geld bieten, das ist eigentlich nicht der Grund, warum ich es mache. Ich will das einfach weltweit groß machen. Gibt es in Deutschland wenig. Okay, obwohl in der Historie die Deutschen schon diese Tradition haben, wenn man Herrn Benz oder Siemens oder Grunde auch solche denkt, die eigentlich schon angepackt haben, die Ärmel hochgekrempelt haben und dran gezogen haben. Ne? Ja, aber es ist lange her und wie gesagt, bis vor 20 Jahren waren das nicht unbedingt die angesehensten Menschen in diesem Land. Okay. Und vielleicht eine Sache dazu noch. Wir haben jetzt verschiedene Phasen durchlaufen in dieser Startup-Industrie. Ja. Wir kommen jetzt eigentlich seit 2005 bis 2010, kommen wir sehr stark aus dem E-Commerce, Gaming, transaktionsorientierte Geschäftsmodelle. Das sind keine Ingenieure, das sind nicht wirklich Erfinder. Das sind Businessmodelle, die dort im Internet groß gemacht wurden, mit denen sehr gutes Geld verdient wurde. Aber die Innovationskraft von so etwas bezieht sich halt im Wesentlichen auf Businessmodelle und nicht auf Technologie. Okay. Wenn man jetzt mal den Siemens als Vergleich heranzieht, das sind alles Ingenieure, das sind Leute, die Sachen erfunden haben, entwickelt haben, Basistechnologien geschaffen haben. Kommen wir jetzt gerade hin. Das ist das, was ich sehe, was so seit 2012 in Deutschland angefangen hat, dass wir sehr stark
uns wieder auf das besinnen, was wir eigentlich können. Wir sind hervorragende Ingenieure, wir können extrem gute Technologien entwickeln. Und das sieht man auch, wenn man heute den Dealflow vergleicht zu dem, wie der Dealflow 2005, 2007 war. Das ist wieder sehr viel technischer. Es geht um Basistechnologien, es geht um sehr, sehr komplexe Algorithmen. Und da schaffen wir natürlich sehr viel mehr Mehrwert für Deutschland, für den Standort, als wenn wir dabei sind und einen E-Commerce-Shop in dem nächsten Vertical aufbauen. Okay. Nur um das jetzt mal überspitzt zu sagen. Ja, okay, interessant. Willst du noch zur Industrie was sagen? Bitte. Nämlich so die Diskussion aufgekommen, Amerika hat ja viel mehr Geld, durch das ist es ja schlussendlich viel einfacher, Startup-Community, Ökosystem am Leben erhalten und aufrechtzuerhalten. Und was unsere Region Europa, spezifisch auch Deutschland, Österreich und die Schweiz nehme ich da gerne mit, herausstreichen muss, wir haben im Prinzip diese Industrien. Ja. Diese Companies, ob die Siemens heißen, SAP, die Automobilindustrie, um da keine spezifische Werbung zu machen. Mhm. Was noch nicht ganz gelungen ist, diese Vernetzung stattzufinden und durchzuführen zwischen diesem Ökosystem der Startups und den Old-Fashioned-Companies, die schlussendlich den Markt effektiv haben. Ja. Das ist etwas so, vielleicht ein bisschen wie ein Konkurrenzdenken. Innovation funktioniert bei uns ganz anders. Innovation sind Prozesse. Und Startups als solches, die gehen da relativ unstrukturiert und relativ pragmatisch an solche Sachen heran. Und wenn das mehr herausgestrichen wird, dann ist das Kapital, wäre ja trotzdem auch vorhanden, wenn man solche Player anschaut. Aber ein großer Mehrwert kann geschaffen werden, weil diese Companies werden weltweit schlussendlich wahrgenommen. Und es ist ja nicht nur Amerika der Markt, es ist Asien als solches ja auch ein großes Thema. Und da sehe ich großes Potenzial für die Region, nur das braucht noch etwas Anschub, von wem auch immer, da kennen sich die Leute hier in Deutschland sicher besser aus. Da kann ich vielleicht kurz nochmal aus der Akademie berichten. Es gibt einen sehr guten Professor Clayton Christensen von der Harvard Business School, der hat The Innovator's Dilemma beschrieben. Das heißt, wenn jemand etwas entwickelt hat und ist damit erfolgreich, dann bleibt er bei diesem dabei. Wir brauchen nur die Dieselindustrie in Deutschland zu nehmen, dass die großen Konzerne sagen, es hat 30 Jahre gut funktioniert und warum soll sich jetzt was ändern? Die Stärke der Startups ist aber die Flexibilität, die Geschwindigkeit, das Anpassen des Geschäftsmodells. Und diese beiden Welten übereinander zu bringen, also Economies of Scale in Konzernen und die Geschwindigkeit, die Schnelligkeit, die Flexibilität, das Aufgreifen neuer Trends in den Startups, die kriegt man im Gehirn sehr schwer übereinander. Die wird eben auch Ambidextrie genannt, also Gleichzeitigkeit von zwei verschiedenen Sichtweisen. Und das ist jetzt genau der nächste Schritt, den man versucht auch in der Akademie zu überwinden, nämlich den Teach the Elephant to Dance. Ja, also VW muss wieder schnell werden. Herr Zetsche läuft im Jackett ohne Krawatte rum, um diesen Startup-Geist zu bringen. Und die Startups müssen eben auch die Vorteile von Konzernunternehmen versuchen zu gewinnen. Internationalisierung, eine Spezialisierung in bestimmten Bereichen. Und das zusammenbringen ist sicherlich eine ganz große Herausforderung, die wir uns jetzt stellen müssen. Vielleicht noch zum Abschluss hatten wir ja gesprochen, der zweite Teil des Titels ist ja The Next Big Thing, ja? Also doch nochmal aus eurer Sicht, wo glaubt ihr denn, geht in euren Investmentbereichen die Reise hin, was wird gefordert, was sind die neuen spannenden Themen, in die also junge Gründer, junge Unternehmer rein sollten, die euch dann Freude machen würden? Ja gut, die Schlagwörter muss ich jetzt gar nicht nennen, die kommen eh gleich alle noch. Ich habe ehrlich gesagt da nie so drauf geschaut, ne? Sondern mich haben immer mehr die Businesspläne interessiert, kann sich das überhaupt rechnen. Ich glaube, eins ist relativ klar, das hat Thomas gerade schon gesagt, wir werden deutlich technischere Geschäftsmodelle wieder erleben. Wir haben bisher Dinge getan, die sehr einfach waren. In der ersten Phase, als wir gegründet haben, haben wir irgendwelche Zeitschriften halt auf elektronisches Papier gebracht und danach haben wir Shops online gebracht. Das konnten alles Betriebswirte. Die haben sich das angeschaut und haben das einfach executed. Der Zug ist wahrscheinlich langsam abgefahren. Also das wird immer nischiger werden, was es da noch gibt. Die wirklich großen Sachen zukünftig werden deutlich technischer werden. Das heißt, wir werden unsere Gründer auch nicht mehr an den betriebswirtschaftlichen Fakultäten finden, sondern wahrscheinlich mehr an den technischen, Aachen, Karlsruhe, Fraunhofer-Institut und so weiter. Und dann kommen die ganzen Schlagwörter, wobei ich nicht weiß, ob es die dann am Ende sind. Aber das wäre meine Erwartungshaltung, dass wir als Investoren
viel mehr dazulernen müssen und auch an anderen Stellen unsere zukünftigen Startups suchen müssen. Okay, danke. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich glaube sehr stark an Technologie. Die Zeit der Businessmodelle ist vorbei. Also der ausschließlich businessmodellorientierten Startups ist im Wesentlichen vorbei, weil es gibt fast alles. Ich glaube sehr stark an Enterprise-Software, weil da man hat die Möglichkeit, heute als Unternehmer, als SaaS-Unternehmer mit einer Enterprise-Grade-Solution Konzerne zu verbessern und riesige Industrieprobleme zu lösen. Das heißt, da gibt es Technologien, die im Wesentlichen sowas wie Big Data umfassen, Artificial Intelligence, Machine Learning. Das sind alles heute Frameworks, Basistechnologien, die junge Unternehmen, agile Unternehmen aufgreifen können, um bestehende große Industrieprobleme anzugehen und das besser tun können als große monolithische Softwarelösungen, die heute diese Probleme lösen. Okay. Da gibt es wahnsinnig viel Potenzial, da kann eigentlich jede Industrie heute neudeutsch disrupted werden und das wird es auch. Das heißt, Digitalisierung hört nicht auf. Digitalisierung wird in jede Industrie dieser Welt Einzug halten und das wird deshalb Einzug halten, weil es Gründer sind wie ihr, die junge Ideen, die junge Unternehmen aufbauen und den alten, etablierten Unternehmen Feuer unter den Hintern machen und sind so in der Lage, sehr, sehr schnell dort zu wachsen. Genau, andere Themen sind, wie gesagt, IoT, was mich sehr stark umtreibt, Autonomous Driving, Cybersecurity, das sind alles Megathemen, die, wo wir jetzt gerade in den ersten Zügen sind von Riesenmärkten, die entstehen. Und wenn man dort mit einer sehr starken, klaren technischen Lösung heute in den Markt geht, hat man eine sehr rosige Zukunft vor sich. Prima, danke dir. Man kann dem mich absolut anschließen, was davor schon gesagt, muss man nicht nochmal wiederholen. Es ist auf der einen Seite natürlich das Thema der Digitalisierung itself. Ich brich es auf einen ganz einfachen Level runter, dumme Produkte intelligent schlussendlich zu machen. Okay. Das löst effektiv einen Kundennutzen. Und wenn man Kundennutzen oder Kundenproblem gelöst hat, dann findet man jemanden, der schlussendlich auch dafür bezahlt. Und das steckt dann effektiv hinter diesen Themen. Man weiß es natürlich, aber wenn man so von den Next Big sind, man weiß es ja noch nicht. Man weiß zum Beispiel heute noch nicht, was die Blockchain-Geschichte schlussendlich on the long term irgendwo bringen wird. Man hört sehr viel und liest sehr viel und macht auch einiges im Kryptowährungsbereich, aber das ist ja nur ein Substrat dieser Blockchain-Geschichte. Ja. Das ist sehr anspruchsvolle Technologie, die für ganz andere Geschichten genutzt werden kann, dann hat noch, um Grundstücke zu verbriefen, um Produkte fälschungssicher zu machen, etc. Also da gibt es unendliche Möglichkeiten. Ja. Aber egal, wie disruptiv diese Technologie anmuten sollte, man muss immer sich überlegen, was löse ich damit effektiv denn noch am Markt. Und wenn man da ein sehr breites Feld finden kann, dann lohnt es sich natürlich sehr wohl, hier näher hinzusehen und auch zu investieren. Danke auch dir. Also ich kann von den Kollegen nur unterstreichen, dass Industrie momentan ein Riesenthema ist und gerade Deep Tech, da stützen sich oder gerade alle Investoren drauf, die wollen wirklich auch verteidigbare Technologien, mit denen man noch wirklich was erreichen kann und nicht gleich gegen die Großen kämpfen muss an verschiedenen Stellen. Ich wollte noch gerne ein anderes Thema mit reinbringen, das wir uns sehr angeschaut haben, auch in den letzten Monaten, und das ist das ganze Thema Learning und Education, weil gerade auch diese ganzen Technologien, die auf uns zukommen, wenn alles so weiterläuft mit Elon Musk, dann verlieren bald alle Logistik-Lasterfahrer ihre Jobs und müssen sich anderweitig umschauen. Deshalb wird einfach auch in den jetzigen Konzernen immer wichtiger, am Ball zu bleiben bei dieser ganzen Entwicklung, die sich nur zunehmend beschleunigen. Und deswegen haben wir uns, ich glaube, in den nächsten 2 Wochen machen wir allein 2 Investments im Bereich Education und versuchen auch da einfach so ein bisschen auf der Metaebene mitzudenken. Ein weiteres Ding ist Logistik, haben wir uns sehr stark angeschaut, das immer nur weiter wächst aktuell, da haben wir in ChipCloud investiert beispielsweise. IoT ist natürlich ein großes Thema auch in unserem neuen Fonds, ganz klar. Und weil die alle auch noch Internet brauchen und Server und alles, finde ich auch ganz geschickt, dass wir vor kurzem mit Gridscale auch noch ein Hosting-Unternehmen quasi finanziert haben, das auf einer sehr guten Technologie basiert. So versuchen wir da auch ein Paket zu schnüren, auch ein bisschen für unsere Startups, die da auch untereinander profitieren dann sehr stark. Prima, danke auch dir. Jan, zum Abschluss. Ich weiß jetzt nicht, ob meine teilweise anti-autoritäre Erziehung durchkommt, aber ich würde eher fast das Gegenteil behaupten, weil ich sehe mittlerweile so viel
Machine Learning, AI, da ist irgendwie eine Korrelation hinten gerechnet worden. Ich sehe Internet of Things, Blockchain in den abstrusesten Anwendungen, die man sich vorstellen kann. Gestern ICO, wo man CERN-Ärzte bewertet und das wird auf der Blockchain gespeichert. Ich würde teilweise auch einfach rausgehen, Probleme finden, Probleme lösen, dabei Geld verdienen und darum gute Businesses bauen. Also ich glaube, einerseits ja, wird es immer technischer, aber es gibt so viele Probleme da draußen, immer noch im Consumer-Bereich, die ungelöst sind, dass ich da wirklich die Augen offen halten würde. Und da auch selber überlegen, was kann man, was ist gut und was kann man groß machen und nicht unbedingt jetzt versuchen, so die Komplexität maximal zu erhöhen. Prima, dann vielen Dank für euch. Dann schließen wir mit einem Zitat von Erich Kästner: Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Und wer noch Lust hat, hier mit den Anwesenden zu diskutieren, ich gehe jetzt mal hier vorne hin, der kann hier hinkommen und dann verabreden wir uns. Ja? Vielen Dank weiterhin, guten Tag und spannende Gespräche.